willkommen bei einem Video hier auf meinem Kanal. Ja, Freunde, wir sind hier einfach im Sprungpark, Freunde. Kommt gerne vorbei, ihr seht sie gerade eingeblendet. Und wir haben heute die üblichen Verdächtigen dabei. Einmal den Burger-Pommes-Bruder Lukas. Hey, was geht, Marvin? Alle die Burger-Pommes in die Kommentare. Und wir haben auf jeden Fall noch den Leontin dabei. Alle, ich schicke ihm Zahnlücken-Johnny in die Kommentare. Genau, Leute, abonniert alle Leontin und natürlich noch den Paul-Burger-Chef. Was geht ab? Hi Crimex, was geht, Bro? Nice, dass du dabei bist. Und Lukas heute auch dabei. Moin, moin. Freunde, und zwar heute werden wir es so machen, wir werden eine krasse Challenges machen. Und zwar, wer als letzten Trampolinpark verlässt, bekommt 10.000 Euro, Leute. Und einfach mal der Host, der heute der Chef hier sein wird, ist einfach mal Max. Denn Max, du hast dich einmal am Knie verletzt, ne? Ja, leider. Ja, Leute, Max ist leider verletzt, deswegen, Max, du bist heute der Chef. Und ich würde sagen, komm mal zur ersten Disziplin. Wie gesagt, du bist das heißt, ich darf hier heute alles entscheiden. Du bist der Chef hier in der Okay, Ikone, dann geht erstmal die Moneten, ja? Okay, dann will ich mal rausfinden, wer heute die 10.000 Euro verdient hat. Ich gewinne sie. Ja. Du willst sie gewinnen? Ey, Leontin, ich gewinne. Okay, Leontin, weißt du, was wir machen? Ich hab da noch nie mitgemacht. Ich gewinne das heute. Leontin, ah, du bist Leontin, du kannst jetzt nicht die 10.000, aber 100, da kannst du schon mal gewinnen, wenn du hier einen Backflip machst. 100 für Backflip und 200 für Backflip und Frontflip. Oha! Los, Leontin, zeig was! Komm, schaffst du das! Wow! Wow! Oh mein Gott, ey! Alter, 200! Ja, Mann! Ey, dafür, Leontin, müsst ihr euch jetzt alle ihn abonnieren, Leute. Erster Link unten in der Videobeschreibung. Okay, kommen wir zur ersten Challenge. Einmal alle mitkommen, Jungs. Let's go! Ey, Lukas, schau mir das Geld. Nein, Digga. Schau mir das Geld. Ich schau mir das Geld hier. Nein, nein. Jetzt hier schön einmal alle rein hier mit euch. Oha. Ey, was macht man denn hier? Abrissbirne, Max, mal setz mal jetzt spielen wir erstmal Abrissbirne, Leute. Let's go! Dann würde ich mal sagen, Max, können wir starten? Ja, wir starten jetzt. Und dann würde ich sagen, 3, 2, 1, let's go! Oh mein Gott, ich gehe mal aus dem Weg hier. Oh mein Gott! Was ist das? Wer fliegt zuerst runter, Leute? So. Oh mein Gott, es bleibt spannend, es bleibt spannend. Oh, Leontin hier geht auf mich, Leute. Oh. jetzt, pass auf, jetzt guck hier, King Crimex, wie ich das jetzt mache. Was macht Marvin jetzt für ein Special? Alter, mit Paulberger Power. Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter! Boah, er hat Lukas richtig weggefetzt. Geht's dir gut, Alter? Das hat voll weh. Ey, tut mir leid, aber du bist leider raus. Das ist voll unfair. Gib noch einen Versuch. Ey, Jungs, Alter! Ey, Lukas sagt, das wäre unfair, wie er rausgekickt wurde. Das hat voll weh getan. Nee! Das tut mir leid, tut mir leid. Das sind die Regeln. Lukas, du bist raus. Da waren es nur noch drei. Nächste Challenge, Leute. Und zwar, ihr seht schon, wir haben hier schöne Basketbälle. Ja. Und da ist ein Basketballkorb mit einem Trampolin. Oh mein Gott. Und jetzt gut aufgepasst, jeder von euch hat drei Versuche, um da einen Ball da rein zu versenken. Wer es in den drei Versuchen nicht schafft, fliegt raus. Okay, let's go. Leontin, let's go. Ja, Druck. Aber nur Leontin darf man nicht sein, oder? Ja. Oh, nein! Erster Versuch, das war nichts. Okay, komm. Leontin, 10.000 Euro. Ich hoffe, Leontin gewinnt das. Ich würde es Leontin gönnen. Oh! Let's oh mein go. Gott! Digga, hat richtig zerstört, Mann. Krass. Leontin, du bist weiter. Jetzt kommt Marvin FLOG. Mach von hier aus. Ey, Bro, warte, Marvin. Wenn du das triffst, Bruder, dann eigentlich musst du dann direkt ins Finale kommen. So ein Ding ist das. Alter, knappes Ding. Ja, bist du sicher, dass du das weiter riskieren willst, weil du hast nur drei Versuche? Ja, einen Versuch noch. Oh, ja, ich mach mal. Gib mal her hier. Ey, das ist schon. Wenn du jetzt nochmal. Weil, ey, nur noch zwei Versuche jetzt, ne? Ja, Marvin. Wenn du jetzt reinchokst. Oh! Aber auch Marvin hat sich beim zweiten Versuch gecarried. Leontin hat's geschafft, Marvin hat's geschafft. Jetzt kommt Lukas zu dem Brawl Stars. Statement, was sagst du dazu? Ey, der kann ja gar nicht werfen, Alter. Okay. Ja, Junge. Aber bis jetzt alle haben es ja beim zweiten Versuch geschafft. Okay, Lukas, 3, 2, 1 und. Oh! Let's go. Ey, Bro, das war ganz schön knapp gewesen. Aber bis jetzt. Ja, das sind, diese Runde sind alle weitergekommen. Okay, Freunde, wir kommen zur nächsten Challenge und jetzt müsst ihr gut aufpassen. Jetzt sind nämlich hier gute Reflexe gefragt. Und zwar werde ich euch jetzt hier mit diesen Bällen abwerfen. Ja. Wer nach einer Minute noch da ist, kommt in die nächste Runde. Wer getroffen ist, fliegt raus. Oha. Und ihr dürft euch hier nur auf dieser Trampolinfläche bewegen. Oh. Okay, die eine Minute läuft. Ab jetzt, Leute. Jetzt. Oh. Alles gut, Max, bei dir. Alles gut.
aufpassen. Wow, das war knapp. Und Leute, es kann nicht sein, dass ich noch keinen getroffen habe. Lukas, Leute! Nein, Junge! Ja! Oh, der hat einen Punkt berührt, das zählt nicht! Okay, okay. Oh! Nein, ey! Ja. Leute, das kann doch nicht sein! Das kann doch nicht sein, wir brauchen mehr Bälle, Leute! Schnell, schnell, schnell! Yes! Oh. Lukas, bitte jetzt weg! Oh, ich hab hier Schutzschiff, Leute! Ey, das zählt nicht, schieß überall! Oh nein, der Wecker hat geklingelt. Oh nein. Eine Minute ist vorbei. Und wir haben keinen getroffen. Ey, Leute, kommt her. Kommt her. Ey, Max, aber hast du das gesehen, Digga? Wie ich ihn einmal weggeschossen habe? Das war krass. Ey, ich habe keinen von euch getroffen. Das heißt, ihr seid alle weiter in der Nähe. Ja. Okay, Freunde, jetzt kommen wir zur nächsten Disziplin. Und jetzt wird es auch schon wirklich schwieriger. Und zwar, wir kommen jetzt zur Todesschaukel, Leute. Was? Oh, ey, warte mal kurz. Ey, was für Todesschaukel. Ja, Bro, das ist schon eine krasse... Also, wir können jetzt ja mal einblenden, wie das Ganze aussieht. Weil der Einzige, der das bis jetzt von uns hier allen gemacht hat, bin nämlich ich. Leute, das jetzt hier mal eingeblendet. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist alles gut? Ja, Leute, Alter, seht, das war ja geisteskrank, Digga. Max, man wird da richtig schnell. Ihr habt es gesehen, ich habe mich selbst nicht gehalten. Und zwar, Leute, die Challenge ist nämlich, ihr müsst euch trauen, das Ganze zu machen. Wer sich nicht traut, easy, Bruder. Ist raus. Easy. Ja, das will ich mal sehen. Wir gehen jetzt mal hoch. Das ist nicht so easy, wie es aussieht. Auf Ehre mach ich das als erstes. Boah, was? So, Jungs, alle mal hoch mit euch hier. Hallo. Komm, Leon, ziehen. Das nächste Mal. Die Burger Pommes müssen abtrainiert werden. Genau. Los, hoch mit dir. Ja. Komm. Komm! Burr, cheese, burr, komm. Cheese. Nein, hier, komm, Leon, Team! Komm! 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 Wir haben Team! Hat sich selbst sabotiert. Ja, ey. Ey, die kommen ja nicht mal hier hoch, die Bummis, ey. So. Ey, Junge, schau mal, wie tief das ist, ey! Ey, Bro, übertreib, Junge! Pass auf, Leon Team. Also, Leute, man wird hier wirklich krass schnell. Leon Team will sich das Ganze jetzt hier als erstes trauen, der kleine Mann hier. Bist du sicher, dass du das machen willst? Bist du sicher, Leon Team, dass du das machen willst? Okay. Ja. Okay. Ey, es geht um 10.000 Euro. Es geht um 10.000 Euro. Normal. Und Leontin, wirklich, der Junge, muss man einfach sagen, ist mutig. Bro, ich trau mich das nicht, glaube ich. Alter, ey. Ich hab wirklich Schiss. Hast wirklich. Ey, unnormal. Man hat ja auch Höhenangst. Ja. Alter. Weißt du, wie ich geheult hab bei dir im Video? Ja. Ey, komm jetzt. 10 Meter Turm. Nicht lang quatschen jetzt hier. Bist du vom 10er gesprungen? Nee. Alter. Ich hab mich nicht mal vom 7er getraut. Ey. Nee. Muss ja rausschneiden. Ich hab total geheult oben. Ja, jetzt musst du dich halt mal was trauen. Dann musst du Lukas für Marvin springen. Ja. Leontin. Oh! Alles gut, Leontin? Ey, der Kleine hat sich mehr getraut als ihr bis jetzt hier. Das der hat wenigstens direkt durchgezogen. Ey, Leontin. Applaus für Leontin. Der Junge hat keine Angst. Der kracht einfach runter, als gäbe es nichts. Ey, aber du stellst dich drauf. Ey, wie draufstellen? Stellen. Oh mein Gott, Marvin, du musst dich draufstellen. Ey, Mann, ich hab's noch nie gemacht. Du machst mir total Angst gerade. Geh mal raus. Mann, ich hab Höhenangst, das weißt du. Du musst hingehen. Komm, zwei Leute sichern erstmal hier noch. Er muss sich selbst halten. Ey, du weißt, ich hab Angst. Selbst halten? Selbst ist der Mann. Pass auf. So selbst halten, draufstehen. Und dann los. Ey. Alter, schaffst du, Mann. Schaffst du. Geschubst habt ihr mich, ey! Du bist selbst runtergeflogen. Ey, aber er hat durchgezogen. Ey, ihr habt mich geschubst! Aber niemand hat den gerade berührt, Leute. Mann! Der simuliert doch schon wieder. Lukas zu dem BS. Alter. Dir geht gerade die Kutsche. Ja, Ultra, Digga. Der Stift malt schon. Was machst du denn da? Warte mal, guck mal hier. Ich glaube, der Stift malt schon. Sehr ehrlich. Oh mein Gott, er zieht durch! Oh, er kommt wieder zurück! Springt! Lass los! Alter! Stark! Ey, du hast durchgezogen! GG's! Aber Leute, das bedeutet ja, dass wieder jetzt hier alle durchgezogen haben.
Das heißt, immer noch sind alle drei hier im Rennen. Oh Gott. Oh Gott. Aber jetzt kommen wir zu einer Challenge, wo garantiert jemand rausfliegen wird. Let's go. Okay, Leute, jetzt kommen wir zu einem 1v1-Duell. Ihr könnt schon sehen, man hat hier so einen Balken und diese, ich nenne es jetzt mal Balken hier, mit denen man sich da so runterschubsen kann. Ey, aber warte mal. Was denn? Das ist unfair. Ja, das stimmt schon. Nein, ja, es wäre schon unfair, wenn ihr gegen Leontin kämpfen würdet. Aus dem Grund, und weil Leontin gerade so krass durchgezogen hat, kommst du direkt weiter. Ja! Also, Oh ja, okay. Und Leontin ist somit direkt im Finale und das heißt, jetzt gibt's das Battle zwischen Lukas Brawl Stars und Marvin Flock. Warte. Darf ich sie mit dem Kissen abwerfen? Und du darfst sie mit dem Kissen abwerfen. Ja! Hey, Lukas. Ja. Ey, das Burger-Pommes-Kissen, ne? Ja, 13.01. 500 Stück limitiert. Ja. Und er schmeißt es mit ab. 14 Uhr, ne? Das wär's.de. Genau, toll. Kauft den Merch, Leute. Seid schnell, ist schnell weg. Wir machen Best of Three. Ey, Leontine, ey! Geh mal weg da! Okay. Alter! Boah, nicht aufs Bein, weißt du, zu viel! Boah, bis jetzt noch hier alles ruhig. Bis jetzt noch ruhig. Nur Oberkörpertreffer. Boah. Marvin hier mit einem taktischen Unterkantenschlag. Nein! Oh! Alter, 1:0 für Lukas. Geht's los! Okay, Max. Runde Nummer 2. Es geht wieder los. Ey, Leontin, nicht immer auf mich, Wenn Junge. Wenn Marvin jetzt nochmal verliert, dann war's das. Marvin macht sehr viel Pressure. Oh! Ja! Ey, 1:1, Leute. Runde Nummer 3, Leute. Jetzt geht's mal Marvin das ab. Das große Finale. Jetzt ist mir wurscht. Ey, er lässt immer mich ab. Ja, Leute. Wer jetzt gewinnt, kommt ins Finale gegen Leontin. Und ja! Oh! Ja! 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 Ich hab gewonnen. Nimm das hier! Bam! Ey Leute, jetzt kommen wir zum großen Finale. Oh, wer mein wird Gott. Sich jetzt die 10.000 Euro sichern? Und zwar fürs Finale habe ich mir was ganz Besonderes überlegt. Ich würde sagen, wir gehen rüber, Leute. Let's go. Zwei Challenges fürs Finale. Und zwar, wir kommen jetzt hier zur Challenge Nummer 1. Wer macht den cooleren Trick, Freunde? Ja? Und zwar haben wir hier auch wieder so eine Schnitzelgrube. Ja, ich sag mal so, wir müssen entscheiden, was cooler ist. Leontin, meinst du gewinnst das? Kannst du cooler gewinnen? Easy. Oha, okay. Dann würde ich sagen... Ich mach jetzt, was ich noch nie gemacht habe. Okay, Marvin, mach. Soll ich anfangen? Ja, mach. Oh! Oh. Alter, ey. Das war irgendwie so ein Seitwärts-Vorwärts-Salto. Wie war's, Max? War okay, ich würde eine 7 von 10 geben. Leontin, Leontin, Leontin. Alter! Ey, komm! Das war ein cleaner Vorwärtssalto, Bro. Ich hab echt die Schraube gemacht. Das war clean, das war sehr clean. Ja, boah, ich weiß, schwer zu sagen, oder? Also, wenn es nach mir geht, fand ich Leontin krasser. Was meinst du so? Ey, nee! Ja, also, ich muss sagen, aber die Schraube, die war schon krass von der Drehung. Und Marvin hat das noch nie gemacht. Okay, weißt du was? Wir sind uns nicht ganz eindeutig. Aber es gibt eine Sache, die 100% eindeutig ist. Und zwar auf die Sekunde sogar genau. Und zwar der finale Parcours, Leute. Wir kommen zum Finale. Ganz einfache Sache. Und zwar ein Parcours. Beide müssen hier einmal auf ihren Knopf drücken. Wir haben einen Knopf hier auf der Seite und einen Knopf hier auf der Seite, um das Ganze zu starten. Oha. Dann läuft da hinten der Countdown. Und wer den Countdown zuerst beendet, hat das Ding gewonnen und ist der Gewinner der 10.000 Euro, Leute. 10.000 Euro und meinen persönlichen Burger-Pommes-Plüschi. Wirklich? Ja. Ich werde den vorne hinlegen. Strengt euch wirklich an, ne? Ich will ihn sehen. Leute, ich lasse Leontin gewinnen. Ey, bist du cheaten? Okay, Leute, das Finale. Wir starten. Auf die Plätze. Fertig. Los. Boah. Let's go. Okay. Ey, das ist aber auch schwer hier. Das ist wirklich sehr schwer. Beide geben hier wirklich ihr Bestes. Meine Füße! Beide geben ihr Bestes. Leontin hat natürlich auch wieder einen kleinen Nachteil, weil er natürlich viel kleiner ist. Ja. Aber er kämpft sich trotzdem sehr gut durch. Egal, probier, probier, probier. Ey! Leontin nimmt hier die Abkürzung. Aber alles gut, er kommt durch. Oh. Probier nochmal. Komm mal von vorne. Das schaffst du aber, Leontin. Das schaffst du. Oh mein Gott, hier Harvey hat sich da sehr schön aufgeholt, kleinen Speedrun hier. Leontin. Okay, komm, let's go. Kopf an Kopf hier. Kopf an Kopf, wer beendet zuerst drauf? Ja, nein! Nein! Ja! Alter, so am Ende fällt er noch runter, ey. Max, ja. Gib ihm das Geld, hat gewonnen. Leontin, verdienter Gewinner. Oh mein Gott. Heute 10.000 Euro Glückwunsch! Soll ich nicht versagen? Hast du dir verdient, Leontin, Maschine? Ja, das habe ich gerade.
Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Checkt die anderen ab, wir haben auch krasse Videos gedreht. Lasst einen Daumen nach oben da, kauft den Merch. Ciao, ciao, haut rein, ich bin raus.